Hallo liebe Schüler, hier ist Frau Glinnig. Willkommen zum Geschichteunterricht. Heute erkläre ich euch die Gründungssage Roms, auch genannt die Geschichte von Romulus und Remus. Die Römer waren ein sehr stolzes Volk, daher musste ihre Entstehungsgeschichte auch ganz spektakulär sein. Viele Römer verbreiteten daher die Geschichte von Romulus und Remus, wenn sie gefragt wurden, wie Rom entstand. Um diese Geschichte geht es heute. Einst lebte ein König in Alba Longa. Er hieß Numitor. König Numitor hatte eine Tochter, Rea Silvia. Doch sein böser Bruder Amulius wollte Numitor loswerden und selbst König sein. Er stieß Numitor vom Thron und schickte Rea Silvia ins Kloster, damit sie Priesterin werden würde und keine Thronfolger zur Welt bringen könnte. Tja, dafür war es leider schon zu spät. Rea Silvia war bereits schwanger. Von wem? Die Römer waren, wie gesagt, ein sehr stolzes Volk, also muss in dieser Geschichte auch ein Gott vorkommen. Sie war also schwanger von Mars, dem Kriegsgott, und bekam Zwillinge, Romulus und Remus. Als Amulius davon erfuhr, wies er seine Diener an, sie im Fluss zu ertränken. Doch die Diener brachten das einfach nicht übers Herz und setzten die Zwillinge in einem Korb auf dem Fluss aus, um sie ihrem eigenen Schicksal zu überlassen. Durch das laute Babygeschrei wurde eine Wölfin zum Fluss gelockt. Die Wölfin zog die beiden Jungs aus dem Fluss und säugte sie. Also das bedeutet, sie gab ihnen ihre Milch zu trinken. Das Bild der säugenden Wölfin ist heute noch überall in Rom zu sehen. Als Statue, Briefmarke, auf Trikots oder Münzen. Die Wölfin nennt man auch kapitolinische Wölfin. Ein wenig später wurde ein Hirte auf das Babygeschrei aufmerksam. Er nahm Romulus und Remus bei sich auf und zog sie groß. Als die Zwillinge erwachsen waren, erfuhren sie von ihrer Geschichte und dem Schicksal ihres Großvaters Numitor. Sie halfen ihm zurück auf den Thron und vertrieben Amulius. Als Dankeschön erhielten sie ein Stück Land, auf dem sie eine Stadt gründen wollten. Aber wie das bei Geschwistern nun mal so ist, waren sie sich nicht immer einig, auch nicht, wer der König der neuen Stadt werden sollte. Als Remus sich dann noch über die Baukünste von Romulus lustig machte, indem er über seine Mauer sprang, entschloss sich Romulus, seinen Bruder zu erschlagen. Romulus baute seine Stadt fertig und wurde König. Natürlich benannte er seine Stadt, wie soll es auch anders sein, nach sich selbst. Könnt ihr euch denken, wie diese Stadt hieß? Genau, die Stadt heißt Rom. Diese Geschichte erzählten sich die alten Römer gerne, denn es kam ein Gott vor und sehr viel Kampfgeist.